Guten Leute, willkommen zu Clash Royale und los kann es direkt auch gehen. Wir haben eine Free Chest zu openen, dann haben wir noch 6 Stücke zur Crown Chest. Ich habe unten noch eine gelockte Arena 6 Giant Chest gezogen und ja, die werde ich über Nacht jetzt aufmachen. Und was haben wir denn im Shop? Heute ist ja Sonntag. Nix, was ich jetzt so mir kaufen kann, was mich voranbringen würde. Und darum machen wir mal die Free Chest auf. Und Minions. Und ich ziehe immer nur den beknackten Bombentower. Und ja, hier die 10 Minuten warten wir noch ab. Die sollten wir im Video ja ver... Ach ne, wisst ihr was? Die machen wir jetzt schnell auf. Und dann holen wir uns nämlich noch eine Arena 6. Ne, wobei. Hier müssen wir nur noch eine Minute warten. Dann ist es nämlich um 1 günstiger. Da müsst ihr immer drauf achten. Pro 10 Minuten wird das Ding ja ein günstiger. Also das heißt, ich hätte beinahe einen ganzen Kämpfer vergeudet. Das hier ist im Übrigen mein aktuelles Deck. Ist... offensiv und sehr teuer, ich weiß, aber es macht Spaß zu spielen. Das spielen wir jetzt auch gleich mal. Ich versuche halt immer hinter Riesen einen der drei zu haben, der pushen kann. Auf der einen Seite pushe ich auch durchaus mal durch, nur mit der einen Hütte. Ich habe mich von meinem Hüttendeck hier wegentwickelt. Das ist nett, das macht Spaß, aber ja, mir hat so der richtige Finisher gefehlt und darum habe ich das jetzt hier so reingepackt. So, jetzt kostet es nur noch ein Gem. Und den kann man mal ausgeben. Oh, gut. Elixier Collector ist nice, auch wenn ich noch nicht mit ihm gespielt habe. Ja, wir machen die Kiste auf und gehen direkt ins Battle. So, danke für eure Deckvorschläge. Wer mein neuestes Infovideo gesehen hat, kennt meine zeitlichen Herausforderungen, die ich da habe. Wow, der pusht aber früh. Ich nehme mal den Musketier mit hinten dran. Mal gucken, was er will. Ach, im Übrigen, ich habe es ja vergessen. Ich bin Rathaus 8 geworden durch... ja, einfach... Ah, schade. Durch einfach ein paar Upgrades und fleißige Spenden jeden Tag. Also wirklich, Leute, spenden, spenden, spenden. Das ist schade, was ich... Oh, die Witch hat überlebt. Das ist gut. Da kriege ich sogar noch ein, zwei Schüsse auf den Tower. Jetzt ist sie gestorben. Level 8 Goblins. Die lassen wir mal durch und setzen die Hütte. Und jetzt können wir so... Druck auf den einen Tower aufbauen und versuchen dann aber hier mit Riese und Magier oder Riese und Musketier zu pushen. Das gucken wir mal. Er sammelt gerade sehr viel Elixier. Okay. Vielleicht könnten wir halt auch hier mit denen mitpushen. Mist. Jetzt kriege ich wahrscheinlich noch Frostzauber ab. Okay, nein, Gott sei Dank, kriegen wir nicht, aber unser Angriff ist, tja, aufgehalten, so wie ich ihn gerne hätte. Allein durch das finde ich den Prinz schon gut. So, die zweite Hütte versuchen wir natürlich schnell rauszubringen. Sein Level 3 Witch, meine ist ein Level 2. Was sehr schade ist, aber ich krieg sie einfach nicht mehr. Hab's nie im Shop. Das ist so eine Karte, die ich durchaus nochmal kaufen würde. So einmal. Okay. Sein Level 8. Ich habe auch Level 8 Speerwerf-Goblins. Wir probieren jetzt mal hier wirklich ein bisschen härter zu pushen. Ich weiß nicht, ob ich das noch will. Habe ich ein bisschen Zeit vertrödelt. Und wir hauen nochmal ein Pfeilhagel drüber. Schade, dass die recht weit auseinander gestanden haben. Dann, sonst hätte die mein Magier auf einmal erwischt. Nee, nee, wir sparen jetzt und gucken, dass wir vielleicht doch den Druck...
auf die Mitte lenken wollten, wollte ich gerade sagen, aber dann macht er mir gerade mit seinem Schwein guten Druck. So, hier nehmen wir einen Riesen davor. Hopf schiebt ihn ein bisschen an. Ich mache schon mal einen Pfeilhagel drüber. Nehme meine Witsche zu, schade, direkt vor die Barbaren gestellt. Okay, das hier könnte mein Tod sein. Und die zweite Witch, meine Güte. Ich befürchte, das ist mein Tod. Ich hätte warten sollen bis zur Barbaren. Well played, da kann ich nichts mehr machen. Ah. Aber okay, war ein spaßiges Spiel. Minus 33, im Übrigen 1700, ich spiele Arena 6, wie ihr schon gesehen habt. Hab immer noch keine Legende oder irgendwie auch wenig Rares, was ich gebrauchen kann. Bei den Epics bin ich ganz zufrieden, also meine Hütte ist eine Stufe höher. Mein Magier ist recht hoch schon. Ich bin gespannt, was er jetzt so im Angebot hat. Er ist jetzt schon... Okay, er wartet. Er war ganz voll, weil er hat ja auch nur die Hütte gespielt. Jetzt packen wir mal... Ah, ein komplettes Hüttendeck. Das ist sehr schlecht, da kann ich nämlich sehr wenig dagegen machen. Jetzt muss ich mal hier mit dem Push gucken. Wenn ich jetzt noch einen Markier dazu kriege... Ah, und wieder schlecht. Okay, aber die... Okay. Weiß nicht, ob das jetzt... so clever war von seiner Geschichte, weil jetzt hat er Magier und Witch vor der Hütte. Jetzt kommt sein Magier, der ist auch Level 500. Okay, das ist ganz gut, damit bin ich zufrieden. So. So, sein Magier ist tot. Ich habe das Musketier draußen. Noch sind sie nicht ganz bis zu meiner Hütte vorgedrungen. Ich muss jetzt natürlich mal ein bisschen besser spielen, weil ich ja jetzt Rathaus oder Town Hall Level 8 bin. Okay, Riesenskelett. Ich wusste doch, dass er irgendwas muss er da noch drin haben. Aber trotzdem sieht es ganz gut für mich. Ein Magier, du willst nicht... Oh, der war doch draußen. Platziere die Witch hier. Ich hätte einen Riesen nehmen sollen, das weiß ich, aber ich hoffe, dass ich jetzt den einen oder anderen Treffer auf die Hütte noch krieg. Und das tue ich nicht. Sein Magier stört da so ein bisschen. Ich platziere mal die Hütte jetzt sogar zur Verteidigung direkt davor. Okay, er wird jetzt offensiv... Oder, naja, ist es offensiv? Ist die Frage. Ich nehme einfach mal hier einen Magier dazu. Das ist sehr viel, was da kommt. Sehr Mist, sein Magier... Ich werde doch jetzt nicht in letzter Sekunde verlieren. Doch, werde ich. So, komm. Wie viel Schaden machst du am Tower? Wow. Meine Güte. Spannend. Und dafür kriege ich nur eine Silber-Chest und 24 Pokale. Lächerlich. So. Ja, aber ich bin jetzt mit dem Deck mal wieder auf dem Weg nach oben. Ich spiele durchaus auch hin und wieder noch mein altes Luftdeck, also mit den Loons drin. Ich meine, jedes Deck hängt ja immer vom Gegner ab. Stirb, du dummer Ballon, bevor du meinem Turm Schaden machst. Leider macht er meinem Turm Schaden, aber so ein bisschen können wir auf seinen auch noch schießen. Nein, nicht rausrennen, blöden Goblins. Kacke, zu langsam gewesen. Bei ihm ist alles sehr angeschlagen. Oh, das Schwein kann ich erstmal nicht aufhalten.
jetzt hat er doch ordentlich Damage gekriegt. Ich muss mal wieder ein bisschen sparen. Das war, glaube ich, kaum... Ah, die Valkyrie gut hinten dran gesetzt. So, komm. Das blöde kleine Bombenskelett. Okay, habe ich jetzt aber schon irgendwas Großes gesehen, was er drin hat? Habe ich noch nicht. Auf was tippen wir denn da? Ich würde fast sagen... Achso, sein Loon haben wir schon gesehen. Das stimmt. Schade, die ist gestorben und mein Riese war schon draußen, bevor das Schwein da ist. Darum muss ich leider jetzt ein World Plate geben, weil ich kann da nichts dagegen machen. Okay, das ist das Höchste, was ich spielen kann. Mein Haus ist hart angeschlagen, mein Tower. Ich muss jetzt mal voll sparen. Doppel-Elixier. Sind wir jetzt schon? Okay, mein Ma. Komm, 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 komm. Krieg den dummen Turm. Mist. Und die Witch ist tot. Viva, die Hexe ist tot. Dummerweise meine. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie den Damage rauskriegen, den wir brauchen, um den Tower niederzumachen. Aber das sieht irgendwie so ganz gut gerade da oben aus. Und das sieht sogar so gut da aus, dass ich hier sogar durchkommen könnte. Ich habe guten Damage da oben gemacht. Sudden Death. Kommt hier mal vielleicht jemand raus? Okay. Jetzt die Frage, was machen wir? Ich spare und mache hier Riese mit Musketier im Hinter... Oh nein, seinen Ballon habe ich nicht gesehen. Und darunter ein Hockrider. Nein! Mist, das war doof. Das war doof. Gut. Wer nicht aufpasst, der verliert. 30 Pokale. Aber gut, die waren mit Recht verloren. Das muss man tatsächlich sagen. Aber... Wir holen sie uns wieder. So, ich gucke jetzt mal nicht auf mein Handy nebenbei. So, good luck. Oh, ja, ich bin Rathauslevel 8. Mittlerweile. Und oh, da muss ich mir immer das Gepiense. Ganz frisch geworden. Blöde Tau... Oh, ein Golem-Deck. Okay, Rakete habe ich jetzt eigentlich nicht mit dem Elixiersammler. Tower Deck, also wahrscheinlich dann doch Expo. Oh, der Magier ist so geil, weil er dann AOE splasht so um den Tower rum und eben seine Goblins weggenommen hat. Ich weiß nicht, was er für ein Deck hat. Ich weiß nicht, was da noch drin sein soll. Was so ein Finisher ist. Also ich kann mir tatsächlich jetzt nur ein Expo oder ein Golem vorstellen. Golem wird er nicht gebracht haben, wenn er den hat, weil ich ihn sehr unter Druck gesetzt habe. Feuerball. Was? Feuerball, Tower, Tower. Und er macht jetzt einfach nichts. Meint er, mich mit Feuerball und einfach mit Verteidigung platt zu kriegen? Also, dass er einfach mit Feuerbällen drauf schießt. Und Speergoblins, oder wie?
Also er hat noch nichts noch keine offensive Truppe gehabt. Das ist eigentlich so ein Gegner, wo ich jetzt eigentlich noch seine Town Hall down haben möchte. Ja, als ob die Rakete so viel Damage macht. Also sie macht nicht wenig Damage, aber... Warum gibt mir noch die Witch dazu? Also hier, das ist, verstehe ich nicht, das Deck, den Gegner verstehe ich nicht. Also ich verstehe ihn wohl schon, aber ich weiß nicht, ob er meint, dass... Du solltest dein Deck, Soli, nochmal überdenken. Im Endeffekt, was jetzt die letzte paar Minuten passiert ist, total egal. Wir haben das Ding gewonnen. Ich mach mal Good Game, weil ein Well Played irgendwie finde ich nicht. Aber okay, was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit für ein Ründchen. Oh, gegen auch ein Rathaus Level 8. Good luck. Wir platzieren direkt die Hütte. Und zwar jetzt. Und dann würde ich bis 10 warten. Poison, okay. Haben mittlerweile einige im Deck. Gerade gegen Hüttendecks ist ein Poison echt mächtig, weil einfach alles direkt direkt stirbt. Oh, guckt euch das an. Magier kommen alle mit einem Schuss. Nee, schade. Okay, Riese. Und er hat einen Magier nicht getroffen. Der Riese stirbt, aber ich nehme noch die Musketier mit im Hintergrund, dass wir noch ein bisschen Damage auf den Tower kriegen. 7, 600, 400, sehr nice. Ich weiß immer noch nicht, was sein... Ich hätte die Speere, aber die Goblins waren näher dran. Ich weiß immer noch nicht, was sein Finisher oder seine Karte ist. Diesmal gehe ich auf den anderen Tower, nicht auf die Main. Oder gehen wir direkt auf die Main? Ich habe noch nicht gesehen, was er hat. Wir gehen jetzt mit Riese und Magier auf die Main. Wir platzieren aber den Riesen hier. Er hat noch kein Golem gesetzt, noch kein Monster-Skelett. Schade, dass mein Magier stirbt. Ich nehme die Musketier mit. Wir haben jetzt noch eine Minute mit Doppel-Elixier und wir sind jetzt schon so weit. Zack. Wir warten wieder bis 10 und gehen jetzt hier hin. Ah, er will tatsächlich mit Rakete finishen. Und das kann ich mir jetzt sogar vorstellen bei dem... Aber Magier hat überlebt, sehr nice. Mit Puffer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Tower hier fällt. Ja, sag ich auch. Well played. Komm, jetzt gucken wir, dass wir in 13 Sekunden noch die Main kriegen. Einfach für den Tower, für die Crown Chest. Komm. Komm, 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 komm. Yeah. Nice. Destraktor. Sehr nice, Destraktor. Und das sind die drei. Perfekt. Als ob es abgesprochen wäre. Gutes Timing. Gold, Crown Chest auf und Gold. Gems. Drei. Hatte ich schon mal drei? Ich glaube, ich kriege sonst immer nur zwei, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Crown Chest immer mehr drin. Juhu, 9 Kanonen. 12 Minions. Gib mir was Gutes. Elixiersammler. 2 Stück nehme ich gerne, aber
Ja, ich hätte gern mehr. Also 1804. Ich, ja, werde mal gucken, dass ich nebenbei die nächste Zeit weiter nach oben komme. Momentan habe ich irgendwie einen guten Lauf. Ich fühle mich gut. Ich bin voll konzentriert aufs Game. Und das heißt, wenn dann das nächste Video kommt, bitte guckt, wenn ihr wissen wollt, wann mein Infovideo vom Sonntag. Da gibt es alle weiteren Infos wegen Sendeplan zukünftig und so weiter. Und jetzt sage ich viel Spaß. Ich freue mich über Teilen, Liken und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, macht's gut, Leute.